Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der wohl schönsten Map des LS19, der Italia Light. Jetzt hätte ich fast Italia Marsch gesagt, ich fasse es nicht. Der Italia Light, wie immer der Shorty von der Testeria. Und hier laufen noch eine Menge Arbeiten. Wir sind auf dem Weg, ich habe, ja, nicht nur, dass ich so ein inneres Gefühl hatte, man hat auch aus der Community der Sache zugestimmt. Tiere haben wir ja jetzt schon, Hühner, und wir brauchen erstmal noch einen vierten Traktor. Dafür müssen wir Geld dran schaffen, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Obwohl, im Gegenzug, wir haben ja jetzt Gras angepflanzt, und um an das Gras ranzukommen, brauchen wir auch ein Mähwerk. Man könnte das am Anfang immer alles mieten, aber mieten kommt einem am Ende dann teurer als kaufen. Da wäre es vielleicht für Grünlandtechnik sinnvoller, dann auch Mähwerk, eine Presse und einen Ballenwickler zu kaufen, um da vielleicht erstmal mit Silageballen Fortschritte zu machen. Dann habe ich, ja, Ballenverkauf gestaltet sich hier offensichtlich ziemlich schwierig. Zumindest habe ich da eine Info aus der Community bekommen. Ich gehe mal zu BGA. Nein, halt, wir müssen noch gucken, was anders läuft. Der ist jetzt wiedergekommen hier. Der ist auf dem Weg zum Fahrzeug rüber. Das ist rechtens so. Hier ist die Mission. Das ist ja komisch, was er hier an der Ecke so treibt. Aber solange wie er es noch selbstständig hier macht, ist alles in Ordnung. Der Ertrag, wie gesagt, wird hier nicht so groß sein. Aber ich, ja, wir kriegen die Mission bezahlt. Und wahrscheinlich auch noch ein Erntebonus, weil was übrig bleibt, ne? So. BGA wollte. Und zwar haben wir hier einen Abladetrigger. Aber wenn man jetzt hier Ballen in diesen roten Trigger hier schmeißt, soll man dann bis zu 30% mehr für die Ballen kriegen. Das heißt, man müsste hier tatsächlich dann mit Frontlader und Ballengabel arbeiten. Man müsste die Ballen dann vielleicht hier lagern, dann nach und nach da reinschmeißen. 40.000 Liter ist nicht viel, aber es heißt, die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist relativ gut. Jetzt stehe ich hier vor und da kam mir gleich mal die Idee zu gucken, ob wir hier auch Gärreste produzieren. Auf dieser Map, die wird nichts angezeigt. Also kann das so sein? Ich weiß es nicht, sagt mir mal was. Kann es sein, dass hier auf der BGA keine Gärreste anfallen? Das wäre mir persönlich, wäre das schon recht. Obwohl Gerste ja auch eigentlich immer gut sind zum Düngen. Nee, ich finde hier nichts. Nee. Wir scheinen hier tatsächlich keine Gerste zu haben, die anfallen, die wir irgendwo abholen können. Nee. Wenn ihr einen Trigger gefunden habt, wo man Gärreste abholen kann, sagt es mir, erklärt es mir. Aber ich glaube hier so, ach, das ist doch aber hier. Oder ist das Abgabe von Hülle? Also die Leute, die sich auskennen mit der BGA, können mir dazu sicherlich noch was schreiben in den Kommentaren.
65, 64, ja. Natürlich wird es weniger. Jetzt steht der Abfahrer gleich. Zug brauchen wir diesmal nicht. Hier, das macht mir immer noch ein bisschen Gedanken. Ne? Es entzieht sich meinem Verständnis, warum er jetzt, obwohl ich die Strecke weggenommen habe, immer noch nicht schafft, von dem Trigger wegzufahren. Sondern da plötzlich einfach links mal reinkracht. Bin mir noch nicht sicher, wie ich das ändern kann oder soll. Ich hatte jetzt mal die Strecke ein bisschen verschoben. Ich glaube, es ist einfach, ja, muss einfach wieder im Autodrive geändert werden, dass er näher am Fahrzeug die Strecke aufnimmt und auch die Strecke aufnimmt, die er befahren hat, und nicht einfach wieder eine neue, ne? So, mach mal leer. 5000 für eine Tour. Und jetzt? Schaffst du es? Nein. Er will hier auf den Rückwärtskurs, ne? Da gesehen? Den peilt er hier an. Nicht den Geradeauskurs. Ja. Schade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe es jetzt mal ein bisschen verlängert, auch dass er mehr Platz hat zum Rückwärtsfahren. Und vielleicht kommen wir dazu, das zu beobachten, dass er dann jetzt da wegkommt. Es ist so einfach nicht richtig, ne? Hat beim Einfahren vorher funktioniert, bis ich dann die Autodrive-Version draufgenommen habe mit den Nebenstrecken. Da fing dann der Ärger an. So, hier haben wir ein bisschen Protest. Wir werden hier mit Gewalt davon überzeugt, dass der Drescher mehr Recht hat. Ach. Nicht gut. So. Abfahrer stellen wir mal hier hin. Und dann kommen wir an den Drescher wieder ran gleich. Du bleibst hier stehen. Kümmern uns gleich noch um. Der arbeitet zu unserem Drescher. Hier ist unser Drescher. Da, wo die Rangelei stattgefunden hat, möchte ich ran. Und zwar hier. So, wir wollen das ja dann hier wieder vernünftig weiterführen. Auch wegen dem Strom. So, Abfahrer einstellen. Hier fing die Rangelei an. Jetzt haben wir das. Hier wieder ordentlich. Okay. Super. Den behalten wir mal vielleicht im Auge. Der, ja. Wir füllen mal den Dünger auf. Saatgut können wir auch was aufnehmen. Fährt er in den Dünger rein, ey. Mann. Und Dünger ist voll. Saatgut würde ich sagen, 1000 Liter sind drin. Kaufen wir mal 2 Stück. Die bekommen wir auch verarbeitet. So. Näher ran, habe ich mir schon gedacht. Da-da-da-da.
So, dann fahre ich den einfach beiseite, dass er nirgends stört. Lass den da erstmal stehen. Wir hatten Weizen, wir hatten Gerste. Ich stelle jetzt mal um auf Hafer, damit ich es nicht vergesse. Für das nächste Feld halt, ne? Hier passieren Sachen. Ich hatte den nicht umgestellt wahrscheinlich. Genau das. Ausmachen. Wieder anmachen. Und dann ist hier Friede, Freude, Eierkuchen. 64%. Das ist nix. Nimm dich mal hier weg. Stelle dich hier hin. Bei dir müsste ich sowieso, weil es hier auch schief ist, ne? Abstand Rohr auf einen halben Meter. Jetzt kann ich den Abfahrer wieder einstellen. Ja, also viel ist hier auch nicht mehr. Dann haben wir die Mission im Griff. Hier arbeitet es halt noch. Genau. Und das, ob das mit dem Stroh klappt, da bin ich ja mal gespannt. Wir lassen mal ein bisschen laufen. Wir sind hier fertig auf der Mission. Der ist noch nicht mal voll geworden. Muss man sich mal vorstellen. Der Kleine hier hat es nicht mal geschafft, voll zu werden. Unfassbar. So. Wir sind hier auch leer. Dann wollen wir mal. Viel ist es nicht, ne? Sich der ganze Aufwand im Prinzip schon gar nicht gelohnt. Aber ja, wir haben das Feld halt angebunden. Und das sind hier Felder, die könnte man zusammenlegen. Zu einem. Naja. Mal sehen. Ist Zukunftsmusik. IPO 4769. Das ist für einen hohlen Zahn. Aber gut, hey. Habe ich hier. Ja. Offensichtlich geht hier alles mit rechten Dingen zu. Na gut, fahren wir zu IFO und gucken, was wir daran verdienen. Na, wenn der jetzt wieder. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen flippig. Er wird wahrscheinlich hochkippen. Vielleicht wird es kippen, funktioniert ja nicht. Dann macht er wieder ein kleines Tänzchen wegen der Kollision halt. Ja. Oder er ist schnell genug leer, man weiß es nicht. Ja, schnell genug leer. Lohndienstleistung, Feld 35 ist abgeschlossen. 2185 haben wir an Erntebonus noch oben drauf bekommen. Und wenn wir die Mission jetzt abgeben, gibt es nochmal einen Tausender. Zack. Sind wir bei 223.393. So richtig gelohnt hat es nicht, ne? Aber naja. Naja. Kleinvieh macht auch Mist. Wir werden hier auch noch mit Stroh. Wenn er bei jeder Fuhre 5000 kriegt, er fährt jetzt mit einer Fuhre weg. Und dann liegen hier vielleicht noch zwei Fuhren rum. Auch nochmal 15.000 Euro. Und nicht zu vergessen, wir sind jetzt hier mit der Ernte fertig. Ach, das ist wieder der weite Heimweg. Auch gerade gesagt. Moment mal, der hat schon wieder den Tank halb leer. Ist schon wieder zur Tankstelle. Das ist doof.
möchte den auf dem Feld betanken können. Er ist so langsam, ne? Naja. Naja. Lassen wir ihn jetzt mal abdanken. Oh, der Strohfahrer ist schon da. Er nimmt eine Abkürzung. Der Schlingel. Was soll mir recht sein? Wenn das Abkürzungen sind, die funktionieren und die auch effektiv sind, ne? Abladen. Ach, da gibt's ja hier, gibt's ja auch noch mal Kohle. Das mit dem Tankenfahren nervt mich gerade. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Was werden wir beim nächsten Mal machen? So. Lassen, Kurs löschen. Rohr anlegen. Der ist noch an. Löcher zuklappen. Und dann fahren wir den nächstes Mal zur Tankstelle. Oh. Der ist, genau, der fährt jetzt auch noch verkaufen. Ich würde sagen, das machen wir noch, ja. Wir fahren noch eben mit dem hier verkaufen. Deposito Gragnano. Dann ist die Ernte fertig. Dann müssen wir nur noch das restliche Stroh runtersammeln. Und dann können wir hier auch ansehen. Den Hafer. Genau. Der sagt mir, er braucht noch, sagt er mir gar nichts. Wie lange er braucht. Klär mich mal auf, wie lange du unterwegs bist. 3 Minuten und 40. Und der Stroh? Ach, der ist schon in ein paar Sekunden da. Ja, ich habe da jetzt nochmal ein bisschen die Wegpunkte verschoben. In der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Dass er also vom Trigger wieder losfährt. Zum Feld hin. Und nicht wieder versucht, auf die Rückwärtsspur reinzudrehen und die vorwärts zu fahren. Das ist sowieso was, was ich nicht verstehe, warum er da vorwärts auf die hellblaue Linie will, die zum Rückwärtsfahren gedacht ist. Aber ich muss das auch nicht verstehen. Ich bin kein Modder. Weißt du, dass das vorher anders war, bevor die Version mit den Nebenstrecken rauskommen sind. Und ich hoffe, dass man das wieder verändert. So. Und nochmal 5000 Euro. Ja, 5021. Und jetzt? Da ist er wieder, ne? Auf der Rückwärtsspur hier. Seht ihr das? Und dann will er auf der Rückwärtsspur plötzlich vorwärts fahren. Doch nicht. Diesmal nicht. Diesmal schiebt er rückwärts. Das ist in Ordnung. Und dann fährt er auf die Vorwärtsspur. Diesmal hat es geklappt. Gut. Ich hoffe, das klappt jetzt immer. Wie gesagt, ich habe die Zielpunkte wieder ein bisschen, oder die Wegpunkte wieder ein bisschen verschoben. Wäre ja toll. So, der ist noch fast 2 Minuten unterwegs hier. Und dann gucken wir mal, wie viel wir noch an der Anhängerladung verdienen. Da sind wir. Also der fährt wirklich mittlerweile querfeldein auch, ne? Das ist sehr gut. Er kippt seitwärts hier ab. Wollen wir mal schauen. Ja. Das reicht. 247.000. Das reicht. Ich habe gerade schon mal heimlich ein bisschen geschaut. Wegen dem neuen Traktor und mich auch schon entschieden, was wir da für einen Traktor uns zulegen werden. Ja. Und das können wir dann auch beim nächsten Mal verwirklichen. Dann haben wir endlich 4 Traktoren. Und dann können wir
alle möglichen Arbeiten nebenbei laufen lassen. Das wird gut. Das wird gut. Dann haben wir 4 Traktoren, können schnell und effizient arbeiten. Sehr gut. Ja, Strom muss hier noch abgesammelt werden. Ich weiß nicht, ob es 2 Ladungen noch werden. Ich vermute mal, eine wird es auf jeden Fall noch. Noch mal 5000 Öcken. Und dann vielleicht noch den Rest. Aber das schauen wir. Das sehen wir. Aber ich bin schon wieder himmelhochjauchzend mit dem 4. Traktor. Ah. Nein. 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 Ein 4. Traktor. Wir müssen eine weitere Einnahmequelle erschließen. Das heißt, wir brauchen ein Mähwerk. Ja, nehmen wir eine Presse. Das werden wir sehen, ob wir eine Presse brauchen. Wir nehmen auf jeden Fall ein Mähwerk. Erstmal, dass wir mit Rasen mähen können. Dann nehmen wir bevorzugt auch eins, das halt auch schwaden kann, also in Schwad ablegt nach dem Mähen. Dafür haben wir dann den Ladewagen. Wir werden dann, ah, seht ihr, wir brauchen Platz für Grünlandtechnik. Keine Ahnung wo. Wir werden wohl dann erstmal. Wir werden wohl dann erstmal hier auf der Wiese parken müssen, einige Fahrzeuge. Grete. Und alles. Wie geht's den Hühnern? 60% Effektivität. Immer noch keine Eier. Wir haben aber noch nichts gefressen. Das ist nicht wild. Das ist nicht wild. Ja, die Grünen. Ne? Denn wir haben ja Felder gekauft und zusammengelegt. Und da haben wir Gras angepflanzt. Das müssen wir dann mähen beim nächsten Erntezyklus. Das ist ja dann, wenn wir Gras mähen und das dann binden, dass es Heu wird. Und dann müssen wir das schwaden. Dann brauchen wir erstmal keine Presse, sondern können das geschwadete Heu mit dem Ladewagen sammeln. Gucken wir doch mal. So, Stroh sind 147, Gras sind 160, Heu sind nur 144. Da müsste man auf den Preis achten. Ne? Wenn ich allerdings Silageballen presse, DGA Italia oder Vendato Foraggi. Also bei Vendato Foraggi kann ich mit den Ballen im Verkauf mit den Silageballen mehr anfangen. Also brauche ich ein Schneidwerk, eine Presse und ja, dann gibt das richtig Geld erstmal. Zum Abtransportieren werden wir uns dann brauchen wir dann auch noch was. Autolord müssen wir früher oder später eh haben. Ach, das kriegen wir schon. Das kriegen wir alles hin. Da mache ich mir jetzt gar keinen Kopfes drum. Wenn wir jetzt mit Grünlandtechnik anfangen und Silageballen herstellen können mit einer Presswickelkombination, dann sind wir fein raus. Tierversorgung. Mit Stroh und Gras und Heu. Ich bin am Überlegen, ob wir Rundballen oder Quaderballen machen. Bin ja ein Fan von Quaderballen. Dann müsste man den Ballenwickler separat auch haben. Aber wir könnten dann Heu, Gras, den Ballen
irgendwo lagern. Für die Tiere finden wir immer einen Platz, wo wir es abstellen können. Stroh auch. Dass wir einen Strohvorrat haben. Ja. Ja, es wird erstmal eine Quaderballenpresse. Ein vierter Traktor. Eine Quaderballenpresse als erstes. Und dann noch ein Wickler, dass wir erstmal aus Grasballen Grassilage machen können für den Verkauf. Ja. Und Schneidwerk, das in Schwaden abgelegt. Habe ich. Das ist von Pöttinger. Das kriegen wir hin, ihr Lieben. Das kriegen wir hin. Wenn ihr bessere Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich verbinde und bleibe der Shorty von der Test Area. Und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.